Wenn du heute wandern warst oder irgendetwas Anstrengendes getan hast, was deine Beinrückseite beansprucht hat, dann bist du hier genau richtig, denn in den nächsten paar Minuten werden wir ganz gezielt die Beinrückseite lockern und entspannen. Du brauchst einen Hocker oder einen Stuhl oder irgendwas in der Natur, wo du dein Bein auflegen kannst. Also nimm ein Bein nach oben und dreh das zweite 90 Grad zur Seite. Hier die Zehenspitzen schauen Richtung Decke oder Richtung Himmel. Bein ist durchgedrückt und jetzt feder dich erstmal nach vorne. Ganz locker federn. Also Knie zeigt immer in Richtung von deiner Zehenspitze. Letztes Mal. Drück dich wieder zurück und jetzt dreh den Standbeinfuß so, dass er zu deinem Stuhl hin zeigt. Fuß ist wieder aufgelegt, Zehenspitzen schauen zu dir, die Hände gehen Richtung Fuß nach vorne. Standbein kannst du ein bisschen beugen. Ganz wichtig ist, dass du die Schultern zurückziehst, Bauch nach innen ziehen, dass du eine gute aufrechte Haltung hast. Und jetzt feder dich nach vorne. Ganz leichte kleine Bewegungen. Also ein bisschen vor, ein bisschen zurück, keine große Bewegung, mini klein. Gut wäre, wenn du einen Spiegel neben dir hast oder eine zweite Person, die dir sagt, ob du den Rücken rund machst, dann solltest du das korrigieren. Also feder noch einen Augenblick nach vorne. Zieh, zieh. Wir ändern leicht die Position unseres Federns. Wir gehen Richtung kleine Zehenspitze. Zieh dich dort zur kleinen Zehenspitze hin. Dann wechsel wieder und geh zur großen Zehenspitze und feder dort weiter. Schön außen an der großen Zehenspitze vorbei federn. Fuß ist immer noch geflext, Rücken ist immer noch gerade. Letzten 10 Sekunden. Dann löse, richte dich auf. Und nachdem unser Rücken jetzt ordentlich was getan hat, ja, der musste uns halten, machen wir ein paar Katzenbuckel zwischendurch, bevor wir auf die andere Seite wechseln. Also komm nochmal in den Brustkorb nach unten und richte dich wieder auf. Und dann noch einmal. Dann komm langsam nach oben zurück und lass uns wechseln. Wieder. Der Fuß zeigt nach außen, auf dem du stehst. Der andere ist auf der Ferse. Zehenspitze zeigt Richtung Decke. Und du federst dich ganz locker nach vorne. Zweimal noch. Richte dich auf. Wir drehen wieder den Standbeinfuß, also auf den Stuhl oder den Hocker zu. Und dann legst du den Fuß wieder auf. Flex den Fuß, also zieh den Fuß ran. Knie ist gestreckt, wobei beim Standbein ist es leicht gebeugt. Und du machst mir wieder diesen wunderschönen geraden Rücken, Bauch anspannen. Zieh die Hände nach vorne. Und dann kannst du wieder anfangen zu federn. Ganz klitzekleine Bewegungen. Zieh, zieh, locker weiteratmen. Also wir tun heute vor allen Dingen was für unsere verspannte Faszie an der Beinrückseite. Die lockern wir ein bisschen auf. Kleiner Positionswechsel, wir gehen außen an der kleinen Zehenspitze vorbei. Du hast hoffentlich immer noch den Rücken ganz gerade.
Und wieder wechseln. Wir gehen an der großen Zehenspitze außen vorbei. Die letzten 10 Sekunden. Komm langsam zurück, löse. Wir machen nochmal diesen schönen Katzenbuckel, damit unser Rücken auch ein bisschen entspannt wird. Also komm Wirbel für Wirbel nach unten und dann wieder nach oben zurück. Einmal noch. Und dann gleite nach oben und bleibe hier. Öffne deine Beine ein bisschen weiter. Ich muss schauen, dass ich hier einen geraden Untergrund finde. Zehenspitzen schauen nach außen. Du drückst deine Knie durch und kommst mit den Händen jetzt Richtung Boden. Also kannst den Boden berühren oder auch nicht. Du kannst auch die Hände an deine Schienbeine hinlegen und dann Beine beugen und strecken. Beine beugen und strecken. 2 Stück noch. Dann beuge deine Beine an, mach den Rücken rund, komm im Katzenbuckel nach oben, richte dich auf und hab die Füße hüftbreit geöffnet und lass die Knie gestreckt und jetzt gleite nochmal mit den Händen an den Beinen entlang nach unten, so tief nach unten, wie du heute kannst. Vielleicht kannst du deine Zehenspitzen greifen, vielleicht auch nicht. Und du beugst und streckst abwechselnd ein Bein. Ja, so Hände sind entweder an den Füßen oder am Boden oder an den Schienbeinen oder an den Oberschenkeln, was für dich passt. Ein Bein beugen, ein Bein strecken. Gleich geschafft, ist nochmal super anstrengend. Und dann beuge beide Knie an, komm Wirbel für Wirbel nach oben zurück. Und dann kreise deine Schultern. Jetzt hoffe ich, deine Beinrückseite fühlt sich schon viel besser. Es fließt schon ein bisschen mehr Blut da hinten durch. Alles ist wärmer und weicher geworden. Und wir beenden wie immer in meinen Videos mit 3 tiefen Atemzügen. Lass uns über die Seite einatmen und aus. Nochmal tief einatmen und aus. Einmal noch. Leg die Hände oben aneinander, zieh sie vor dich und dann einen wunderschönen restlichen Tag wünsche ich dir. Bis bald, deine Kerstin.